Der Druck lastet natürlich auch auf dem Trainer, auf Martin Heuberger, der, so scheint es, bei jedem Rückschlag sofort in der Diskussion steht. Die Dramatik um die EM-Qualifikation ist wie ein Magnet. Knapp 10.000 Fans wollen dieses Rückspiel gegen die Tschechen sehen. Und sie erleben zu Beginn Handball am Abgrund. Deutschland in Schwarz, das sind die, die sich die Fehler reihenweise erlauben. Den Tschechen bleibt nichts anderes übrig, als dankbar zuzugreifen. Ruckzuck steht's 0:2. Die Verunsicherung vom Donnerstag ist nicht verflogen. Heuberger am Rand des Feldes, aber vielleicht auch am Rande der nervlichen Belastungsfähigkeit. Denn seine Mannschaft zeigt in diesen Anfangsminuten Unterirdisches. Und so steht es nicht nur wie hier 1:4, sondern kurz darauf sogar 1:5. Das muss im Handball nichts bedeuten, aber die Stimmung vom Beginn ist komplett verflogen. Es gibt Minuten eisiger Atmosphäre und greifbarer Anspannung. Aber dann kommt die deutsche Mannschaft mit Silvio Heinevetter, mit Tempohandball, mit Klein und mit Winczek. Jetzt läuft's. In dieser Anfangsviertelstunde bietet das Team die komplette Bandbreite des letzten halben Jahres. Fehler zum Haare ausreißen und Spektakel am Ball. Und es bleibt erstmal beim Spektakel, weil die Abwehr steht und die Konter überwiegend gut abgeschlossen werden. Grötzky, der Mann, der zu den Trickwürfen neigt und mit den geradlinigen Abschlüssen so viel mehr Erfolg hat. Beim 8:8 ist das Spiel ergebnistechnisch offen. Aber nach dieser Aufholjagd hat die deutsche Mannschaft einen klaren Vorteil. Und sie ist unglaublich engagiert. Winczek, großer Einsatz, Klein, die Führung. Und obendrauf die mitreißende Stimmung im Gary-Weber-Stadion. Dort, wo 2007 der Grundstein zum WM-Titel gelegt wurde. Und mit Domi Klein trifft einer der Weltmeister von damals. Den Tschechen unterlaufen nun die Fehler, die die Gastgeber zu Beginn produzierten. Haas und dann Grötzky. Deutschland zieht weg. Sie haben ihre Stärken zurückentdeckt. Es sind Tempo und Begeisterung. Zur Pause 15:12. Der 2-Tore Rückstand vom Donnerstag ist mehr als egalisiert. Und das kann am Ende der Qualifikation wichtig sein. Zweite Hälfte. Was für ein Auftakt. Kristoffersen auf Winczek. Der Heber zum 16:12. Was macht der Trainer? Der steht praktisch die ganze Zeit. Er leidet und lebt mit. Und er wird immer mehr beruhigt von seiner Mannschaft, von Steffen Weinhold. Es sieht nach einem souveränen Sieg aus. Aber dann wären die Deutschen Weltklasse. Das sind sie nicht. Und so gerät der komfortable 6-Tore-Vorsprung wieder in Gefahr. Die Tschechen, mit vielen guten Bundesligaspielern angetreten, bleiben dran, sind reaktionsschnell und verkürzen sogar wieder auf 4 Tore. Wieder wird es ruhig. Und es ist Schlimmstes zu befürchten. Martin Heuberger nimmt eine Auszeit. Aufpassen, wenn rechts außen, Entschuldigung, links außen, sind es 2 Spieler, kommt der Gegenball. Da, Tempo weitermachen, die sind fertig. Im Angriff kann ich eine Auszeit nehmen, wenn irgendwas nicht. Es ist eine Nervenberuhigung, die wirkt. Das kleine Tief ist schnell durchschnitten. Strobel, Grötzky, der Sieg ist sicher. Aber wie hoch wird er ausfallen? 3 Tore vor, das war das Ziel. Die letzten Sekunden, es steht 27:23. Kristoffersen, der letzte Wurf, der letzte Treffer. Aufatmen und zwar kollektiv. Ein kleiner Schritt nach vorne. Die nächste EM-Hürde wartet im Juni in Montenegro.